Oh nein, jetzt habe ich das ganze Ding voller Gäste und keine Kellnerin. Hat Libby hingeschmissen? Libby, wo bist? Hi und herzlich willkommen zurück zu unserer Sims 4 Black Widow Challenge. Wir sind heute im Part Nummer 57 und wir haben im letzten Part eine Voodoo-Puppe organisiert. Wir waren auf diesem Humor-Festival und haben eine Voodoo-Puppe mitgenommen und eine gewonnen. Also wir haben jetzt eine, die auf Aaron gebunden ist und eine, die an noch niemanden gebunden ist. Die würde ich mir gerne aufheben. Aber was wir heute vorhaben, ist Satoru mal mit unserem Lover zu konfrontieren. Wir haben ja mehrere zur Auswahl. Mit Reginald läuft es so gut, dass ich ihn mir fast noch ein bisschen aufheben möchte. Aaron hat mich so ein bisschen gereizt, denn der hat am Festival mit uns nicht so wirklich, ich weiß nicht, irgendwie hatte der nicht so Bock auf uns. Und gerade deswegen ist der jetzt der Nächste. Den möchte ich verführen und uns dabei von Satoru erwischen lassen, sodass wir unseren Freifahrtschein haben, Satoru endlich bis an seine Grenze zu treiben. Denn uns liegt tatsächlich eine krasse Rechnung im Nacken. Also wir haben im Briefkasten eine Rechnung in Höhe von 10.000 Simoleons und wir haben nur 3.000. Da Carol nicht unbedingt ihr Vermögen oder ihre Werte irgendwie veräußern möchte, ist es nun mal Zeit für Satoru zu gehen. Der hat heute frei, der wurde nämlich befördert. Deswegen haben wir eigentlich genug Zeit, da ein bisschen unser Ding zu tun. Und deswegen würde ich einfach sagen, starten wir rein in den Part. Let's go. So, wie ihr seht, Dienstag 7.43 Uhr. Die Kinder müssen jetzt schon bald in die Schule. Alessia ist super angespannt, weil sie ihre Gelegenheiten verpasst sieht. Girl, vielleicht schaffst du es noch, Gesichtsreiniger aufzutragen. Ich weiß nicht, ob wir uns bis zum Abschlussball Akne freikriegen, Leute. Irgendwie haben wir da ganz schön ihre Haut ruiniert. Ach, sie geht zur Schule. Okay, was soll's. Ben geht zur Schule. Lena wäscht sich noch die Hände und geht zur Schule. So, und Carol, steh jetzt mal auf. Die ist zwar noch nicht so ganz ausgeschlafen, aber ich möchte, dass sie sich ganz kurz duschen geht, und zwar bei den Kindern im Bad. Und Satoru quasi liegen lässt. Der schläft weiter und der träumt mal wieder von seinem nahen Tod. Ich schwöre, der merkt was. So, und jetzt wird Carol ganz kurz mal duschen gehen und dann möchte ich, dass sie diese Voodoo-Puppe weiter bearbeitet. Und zwar, ach, ich kann Aaron nur herbeirufen. Ich dachte, ich kann ihn auch von der Ferne aus dann lieben. Okay, dann hole ich ihn doch einfach mal her. So, und unser komplettes Feuerwerk, das ist übrigens auch was wert. Das verkaufe ich auch alles. 140 Simoleons. Ja, ja. Weg, 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 weg. Und was macht eigentlich unser Lebensziel? Ein Haus im Wert von 350.000 Simoleons haben und wir haben 245.000. Naja, also das ist ja unser grundsätzliches Problem. Wir haben nicht genug Geld für nichts. So, und offensichtlich muss Aaron... Oh, Aaron ist schon hier? Und jetzt möchte ich das gerne, weitertreiben. Voodoo praktizieren, liebkosen. Voodoo praktizieren, kitzeln. Wo ist die Puppe? Hat sie in der Hand? Jetzt kann ich sie nicht drauf zugreifen. Sie ist in ihrem Black Widow-Zimmer und macht es heimlich. Oder sie ist in diesem Vorräumchen. Okay. Naja, kann man natürlich auch so machen. Voodoo praktizieren, liebkosen. Er ist, glaube ich... Wo ist er denn jetzt? Ach, er steht da unten an der Treppe. Ach, er merkt es wirklich. Er merkt es wirklich. Voodoo praktizieren, liebkosen. Wenn sie jetzt hinten die Puppe liebkost, dann fühlt er sich gut. Für uns bringt's das nicht. Aber vielleicht für ihn. Naja, aber wenn er jetzt schon mal da ist, dann können wir ihn auch knuddeln, oder? Dann jetzt aufs Ganze. Satoru ist gerade aufgestanden. Der kommt gerade von oben runter und das Erste, was Satoru sich denkt, oh, Essen. Oh mein Gott, das... Was passiert hier unten eigentlich gerade? Satoru kommt runter und ist kokett, weil er wünscht sich, in die Wolken zu schauen mit Carol. Und Carol ist gerade dabei, von Aaron ein Kompliment zu bekommen. Aber sie sagt ihm, glaube ich, dass sie ihn nicht besonders mag. Oh nein, jetzt hat er es direkt gecheckt. Das ging jetzt aber schnell. Satoru wacht auf, geht die Treppe runter und bemerkt sofort, dass die beiden rumflirten. Schau mal, die lassen sich überhaupt nicht beirren. Ich habe gedacht, es wird ein bisschen spektakulärer, aber wow. Es fühlt sich an, als wäre es bereits eine Ewigkeit her, dass Satoru mit seinem Schatz romantisch war. Es könnte Paranoia sein oder Furcht oder ein ungutes Gefühl, aber Satoru kann einfach nicht anders, als sich zu fragen, was sein Schatz plant und dahinter seinem Rücken macht. Naja, also Satoru, das hast du ja jetzt wohl direkt gesehen. Und daraufhin erstmal Essen von gestern.
Also Satoru ist super wütend, weil er einen koketten Gatten hat. Der Ehepartner hat mit jemand anderem geflirtet. Hat dieser Sim das hinter seinem Rücken getan? Nein, das hat dieser Sim direkt vor deiner Nase getan. Oh, und Carrie ist schon auf dem Weg nach unten in ihren Black Widow Keller. Na, wenn du schon mal da bist, dann mach doch weiter mit Liebkosen der Voodoo-Puppe. Ach, wisst ihr was? Ich packe einfach die zweite hier unten hin. Solange ich nicht weiß, auf wen ich die binden soll, packe ich die einfach mal auf den Tisch. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir ausziehen, dass wir das alles mitnehmen. Immer schön liebkosen, immer schön liebkosen. Wir wollen, dass der Typ uns liebt. Er steht da oben, schaut Fernsehen und kriegt immer wieder mal so einen Liebesschub von uns unten. Naja, aber komm, Carol, dann kannst du jetzt auch Nägel mit Köpfen machen. Dann wird der Typ jetzt hier angemacht und Kompliment gemacht. Dann gesteht sie ihm, dass sie sich angezogen fühlt. Er hat zwar gesehen, dass hier ein Mann rumhüpft, aber es kann ja auch sein, dass Aaron gar nicht begriffen hat, dass das Carols Ehemann ist. Sie haben sich einander eigentlich nicht vorgestellt. Sie gibt ihm eine Rose. Sie hat das Gefühl, dass Aaron sie ziemlich attraktiv findet. Komm, jetzt wird geknutscht. Oh, und da kommt Satoru wieder ums Eck, genau zum Kuss. Ja, sorry, Satoru, das muss jetzt. Das muss jetzt. Du musst es verstehen. Das. Oh mein Gott, er watscht uns! Oh. Sie sind keine besten Freunde mehr. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Also, wir sind jetzt keine Freunde mehr. Okay. Aaron knutscht uns trotzdem. Wo ist denn jetzt Satoru hingegangen? Einfach nur vor die Tür. Der konnte es nicht mehr ertragen, ist einfach vor die Tür gegangen. Wir kennen uns nicht gut genug, dass ich dir meine Vorlieben teilen würde. Also auf die Frage, was er denn für Interessen, Techtelmechtel-Interessen hat, ist er noch sehr verhalten. Oh nein, wir verlieren schon wieder Liebesleiste. Carol, was machst du denn immer mit dem? Komm jetzt hier, Techtelmechtel, meine Liebe. Und sie fühlt sich unwohl wegen Voodoo-Rückprall. Die Kraft des Karmas zwingt dich zu ernten, was du säst. Wir wurden mit einem Voodoo-Zauber belegt? Jetzt gehen wir mit dem einfach in die Kiste. Unser Toro ist in dem Moment wieder reingekommen und ist einfach nur super wütend. Immer Zeit für andere, weil Angst hat, betrogen zu werden. Sanfte Zeichen der Zuneigung mögen dem ungeübten Auge gar nicht auffallen, aber Satoru kann nicht anders, als sich auf die Zuneigungsbekundungen zu konzentrieren, die anderen Sims aber nicht ihm zuteil werden. Das heißt, er hat gemerkt, dass sie zu ihm sehr, sehr nett ist und sich ihm sehr nähert, aber Satoru selbst nicht. Er fühlt einen Kontrollverlust und ist einfach super sauer, weil Carol da jetzt gerade mit wem anders flirtet. Es liegt nicht an Satoru, sondern definitiv an dem Sinn, der Satoru grundlos das Herz gebrochen hat. Er hat Angst, betrogen zu werden. Also bei ihm geht gerade einfach alles nur übelst schief. Ja, das tut Satoru. Was für ein mieser Tag für dich. Währenddessen ist Carol unterwegs, hier in die Kiste zu steigen mit Aaron. Und ich lasse jetzt Satoru das auch sehen. Ich meine, es wäre ja auch interessant, ob wir Satoru so wütend bekommen. Wer ruft uns jetzt an? Aoi, schlechte Idee. Vielleicht kriegen wir Satoru ja auch so wütend. Wir verabscheuen uns jetzt? Ja, das glaube ich sofort. Also, vielleicht merkt Satoru auch jetzt, Carol war einfach noch nie, hat sich noch nie zu ihm hingezogen gefühlt. Und nein, sie aber auch nicht verhütet. Oh ja, das ist natürlich das Nächste, gell? Carol, kannst du vielleicht Satoru. Oh, der schläft halt jetzt einfach auch in seinem Bett. Aaron hat sie einfach ins Bett geknallt, da wo Satoru eigentlich schläft. Er ist ultra wütend und ich versuche jetzt doch eins draufzusetzen und fragen ihn, was er für ein Problem hat. Und Carol wirft ihm jetzt einfach vor, so eine Art: Du hast doch, bei uns ist doch nie heiß gewesen im Schlafzimmer. So eine Art, er wäre schuld. Was ist mein Problem? Du bist mein Problem. Ich bin immer noch wütend auf dich, falls das nicht klar war. Also er ist ultra aufgebracht. Wir haben alle beide Leisten auf ultrarot. Und sie ist einfach trotzdem kokett. Und wir streiten jetzt über die Karriere. Das ist ja auch typisch für Carol, den Männern dann vorzuwerfen, sie hätten nicht genug Geld nach Hause gebracht. Und dann befehlen wir ihm zu putzen. Also zur Karriere. Da lässt er sich jetzt auch nicht sagen, weil er hat ja, obwohl er schon im Ruhestand war, trotzdem weitergearbeitet. Aber sie streiten richtig intensiv. Und währenddessen Aaron so: Ich muss los. Ciao. Und sie sagt ihm jetzt: Du hast halt so gut wie kein Geld nach Hause gebracht.
Wir haben das Techtelmechtel mit Aaron jetzt übrigens nicht verhütet, ist mir aufgefallen. Wie ist denn jetzt eigentlich unsere... Wie ist denn unsere Situation mit Aaron? Wir mögen ihn zwar nicht besonders, aber wir sind verliebt. Okay. Und Caris ist sehr traurig. Sie ist auf den Rückzug, weil sie von jemandem in der Nähe verletzt fühlt. Ja, okay. Das ist als geselliger Sim tut es ihr weh, wenn Leute sie zurücklassen. Und weil diese Freundschaft jetzt kaputt gegangen ist. Also es geht ihr eigentlich mehr darum, dass die Freundschaft hinüber ist, als um Satoru selbst. Ich lasse jetzt was zu essen machen. Und Satoru soll sich einen Gelegenheitsjob suchen. Weil wir brauchen Geld. Und solange kann er ja da wenigstens hier noch nützlich sein. Ich lasse ihn... Ja, das mixen. Level 1 der Mixenfähigkeit. Er braucht für 23 Simoleons pro Stunde jemanden, der was mixt. Da soll er doch hingehen, das kann er. Er ist richtig vollgeschwitzt vor lauter Wut. Auch interessant, gell? Und Carrie hat sich in ihr Sommerkleidchen geschmissen. Ach ja. Weißt du was, wenn es so ist, dann können wir auch Aaron fragen, ob er eigentlich hier nochmal vorbeikommen möchte. Wenn jetzt Satoru ohnehin zum Job muss, dann kann doch der hierher kommen, oder? Ich versuche mal währenddessen, unseren Foodtruck zu öffnen. Wir müssen ja nicht unbedingt hinfahren. Ich schau mal, was passiert, wenn wir den Foodtruck öffnen, ohne dabei zu sein. Ob wir trotzdem Gewinne einfahren oder ob wir hinfahren müssen. Wir haben außerdem schon 1195 Vorteilspunkte. Davon würden wir Überernte zeitweilig. Ich profitiere von einer Überernte. Die Zutaten sind 24 Stunden günstiger. Wir machen einfach das. Und geduldige Gäste. Sie werden... sind leichter von einem schnellen Service beeindruckt und nicht so schnell von einem langsamen frustriert. So, das gönne ich mir jetzt einfach mal, die beiden Vorteile. Und der Laden ist geöffnet und wir gucken mal, ob sie ohne uns auch zurechtkommen. Währenddessen schaut sich Carol einfach ganz entspannt hier ein paar Blümchen an. Was heißt ganz entspannt? Eigentlich ist sie ziemlich traurig, aber weil sie halt einen Freund verloren hat. Hallo Aaron, wo gehst du hin? Kommst du zu uns? Jetzt sind auch unsere Kinder nach Hause gekommen. Oh weia. Und Carol ist verbittert, weil sie es nicht erträgt, in der Nähe von Satoru zu sein. Der jetzt hoffentlich gerade zu seinem Job da hinten marschiert. Und Alessia kommt und will einen Rat. Schule ist doof. Ich könnte arbeiten gehen und mein Leben leben. Ich brauche doch nicht mehr zur Schule, oder? Also eigentlich hätte ja Carol auch Interesse dran, dass Alessia möglichst früh arbeiten geht, damit sie möglichst früh Geld verdient. Aber ich möchte mit Alessia am Freitag ganz normal die Prüfungen schreiben und dann halt erwachsen werden. Und deswegen wird sie ihr sagen, werd erst erwachsen, wenn es nötig ist. Aber hey, Alessia, du könntest auch einen Nebenjob machen. So ist es ja nicht. Währenddessen Lena, please, Logikfähigkeit und Ben, Hausaufgaben machen. Oh nein, Carol packt unseren neuen Lover an. Carol, reiß dich zusammen. Ich lasse Alessia Videospiele spielen bei jemandem. Und weil Carol gerade so schlecht drauf ist, versuche ich jetzt hier, das irgendwie mit Aaron zu retten, indem wir freundlich zu ihm sind. Er hat übrigens keine Kinder, hat er uns gerade verraten. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal in Erfahrung gebracht haben. Fragen, ob er Single ist, das wäre vielleicht auch noch eine gute Sache, gell? Und ein paar Erziehungstipps. Er ist Single, Gott sei Dank. Und dann werde ich ihn einfach nochmal küssen. Wir mögen ihn halt irgendwie nicht. Das ist jetzt gerade irgendwie schwierig. Aber du wirst jetzt unser neuer Mann. Da so will es, so wollen es die Regeln, Aaron. So läuft es. Irgendwie hat er ein Problem mit uns. Oh Mann, Carol, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Okay, ja, er gibt uns einen Bussi. Ich habe gelernt, dass es immer ganz toll ist, ein Foto mit jemandem zu machen, um die Freundschaft hochzuleveln. Der Typ ist doch gar nicht so verkehrt. Er ist Restaurantkritiker. Apropos Restaurant, was macht eigentlich unser Restaurant alleine? Wir machen irgendwie gar keinen Speiseumsatz. Oh Mann, wir müssen da mal hin. Wir müssen mal kurz vorbeischauen. Ich habe gedacht, wenn es alleine geöffnet ist, dann passiert da auch irgendwas. Aber das tut's nicht. Ich bin jetzt zum Foodtruck gereist und habe nochmal geschlossen und eröffnet. Ich glaube, es lag daran, dass Ava ihren Job nicht gemacht hat. Also die ist hier draußen gestanden und ist nicht in die Küche gelaufen. Und deswegen, ich werde jetzt anhand unserer Voodoo-Puppe Aaron einfach hier wieder hierher holen. Und dann flirten wir halt hier mit ihm weiter. Was wir zu Hause können, das können wir auch hier. Carol möchte einmal aufs Klo. Warum kommen denn keine Gäste? Ah, jetzt. Wir können es ja auch ganz gut von der Ferne beobachten, dass das alles funktioniert. Aber es scheint notwendig zu sein, dass wir in der Nähe sind. Da kommt Aaron. Carol ist nur gerade eben hier auf der Toilette. Oh nein, jetzt wird uns bald das Wasser abgestellt zu Hause. Ah! Und Carol will shoppen, was essen und ein Bestrebenziel erfüllen. Wir haben den Strom in unserem Haus abbestellt. Wir sitzen jetzt schon im Dunkeln und bald auch auf dem Trockenen zu Hause. Dann haben wir gar nichts mehr zu Hause. Das heißt, es wird echt Zeit, dass wir zu Aaron ziehen.
Wir müssen aufpassen, dass uns Reginald nicht öffentlich hier erwischt. Und wir müssen ein paar nette Worte verlieren. Denn im Moment ist es zwar nur eine hohe Liebesleiste, aber der ist ja noch nicht mal unser Freund. Kann ich das vielleicht bitten, Freund zu sein? Mal gucken, ob dann die feste Beziehung mit Reginald bröckelt oder ob auch beides geht. Aaron ist soeben der Freund von Carol geworden und jetzt eher so, okay, bye. Ja, findet sie jetzt auch nicht so gut. Aber wie es aussieht, haben wir jetzt zwei feste Freunde. Liebespärchen, fester Freund. Und Reginald, auch unser fester Freund. Okay. Okay, wir haben jetzt zwei feste Freunde. Dann nimmt sie jetzt die Fotopuppe. Sie hält sie einfach nur. Das ist ihr Ding, hä? Okay, und da kommt die Mitteilung, dass Satoru einen großen Erfolg beim Barkeepen eingefahren hat. Also er hat immerhin 92 Simoleons und 9 Simoleons Trinkgeld bekommen. Immerhin kommt so ein bisschen Geld rein und Alessia hatte Misserfolg. Sie war nicht in der Lage, den Highscore der Freundin der Kundin zu überbieten. Aber immerhin 19 Simoleons bekommen. Unser Laden hier hat irgendwie noch gar kein Geld abgeworfen. Also den Laden alleine zu öffnen, ohne dabei zu sein, hat sich jetzt als eine ganz schlechte Idee rausgestellt. Ich lasse hier die Kinder zu Hause mal einfach ein bisschen aufräumen und sich um ihre Hausaufgaben kümmern. Carol hätte Hunger, aber ich will jetzt nicht selbst hier essen, das ist mir nämlich so teuer bei uns. Aber ich lasse sie hier einfach mithelfen, ein bisschen aufräumen und was halt hier so ansteht. Und dann müssen wir weiter mit den Gästen quatschen. Und ich hoffe, dass wir es vielleicht hinkriegen, dass sie hier mal richtig Geld machen. Ich habe doch jetzt für heute eigentlich diese Bonussachen geholt. Also die Gäste müssten viel geduldiger sein und das Essen dürfte nicht so teuer sein. Es müsste sich richtig lohnen eigentlich jetzt heute. Candy scheint übrigens ihr Kind gekriegt zu haben. Zumindest ist sie nicht mehr schwanger. Ich weiß gar nicht, wie viele Kinder hat Candy denn jetzt? Lass mal gucken. 2, okay. Dann war das noch die erste Schwangerschaft. Carol wird langsam müde, ich verstehe es. Aber wir haben halt noch nichts eingenommen. Wo ist denn unsere Bedienung? Wo ist denn unsere Bedienung? Vielleicht liegt es daran, dass Libby nicht aufgekreuzt ist? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Wo ist denn Libby? Hat Libby hingeschmissen? Libby, wo bist? Ich schwöre, Libby ist nicht aufgetaucht. Ich habe sie jetzt mal angerufen. Aber dann wundert es mich natürlich nicht, dass das nicht funktioniert. Oh nein, jetzt habe ich das ganze Ding voller Gäste und keine Kellnerin. Libby ist zwar da, aber sie ist nicht als Kellnerin hier. Oh nein. Und dann werden natürlich keine Bestellungen aufgenommen. Ich kann gar nichts machen jetzt. Oh Gott, Leute, da müssen wir wieder zumachen. Oh nein, da müssen wir wieder zumachen. Was für ein mieser Tag. Okay, wir haben 48 Simoleons Verlust gemacht, weil Libby nicht aufgekreuzt ist. Zum Glück haben wir alle trotzdem nur 3. Also es bleibt bei der 3-Sterne-Bewertung, weil Libby nicht zum Job aufgekreuzt ist. Oh Gott, Carol, ja komm, dann können wir jetzt auch nach Hause gehen. Was für ein Mist, Libby. Da schwingt sich Carol aufs Fahrrad und radelt in ihrem gelben Kleidchen ab nach Hause. Es wäre gerade so voll gewesen. Wir hätten gerade so die perfekten Voraussetzungen gehabt. Günstiges Essen, viele Gäste, die wären geduldig gewesen und dann kreuzt sie nicht auf. Ja, Satoru ist zu Hause und ist super wütend. Verbittertes Herz. Es ist hart für Satoru, in der Nähe eines Sims zu sein, der ihn betrogen und ihm das Herz gebrochen hat. Der brät sich wütend ein paar Würstel. Carol ist kokett. Wie immer. Die hat aber Hunger. Naja, vielleicht kann sie da ein bisschen was essen von dem, was Satoru gerade kocht. Alessia lasse ich aufräumen, denn sie steht da und schaut fern. Was hat Ben eigentlich getrieben? Ben geht jetzt ins Bett. Natürlich schwimmt Lena. Was auch sonst, Lena, du musst doch pinkeln. Komm raus mit dir. Ich bin um 22 Uhr hier noch am Schwimmen. So, und Carol lasse ich jetzt hier auch mal was essen noch, bevor sie ins Bett geht und sich zu Satoru setzen, wenn sie dann schon mal bei ihm ist. Dann wird sie nochmal einen Streit vom Zaun brechen. Weil jetzt ist Carol natürlich auch mies gelaunt. Schließlich ist es gerade alles ziemlich blöd gelaufen in ihrem Foodtruck. Also kann man die Wut am Ehemann auslassen, der eh schon, mit dem man sich eh schon gestritten hat, nicht wahr? Fuisak! Oh, Chairman of... Fuisak! Oh, Steve! Voibi, Philpa, Pushy Bibadoi, Hano. Und Satoru wird daraufhin wütend ins Bett gesagt, weißt du was?
Mach doch, was du willst, ich gehe jetzt schlafen. Alessia macht um 23.09 Uhr noch schnell ihre Hausaufgaben. Ich lasse sie dann jetzt einfach noch ihr Gesichtswasser auftragen und dann auch schlafen. Lena hat noch Durst, okay. Und Carrie ist schon wieder einfach nur glücklich. Was ist, also die ist nicht aus der Ruhe zu bringen. Dann schick doch mal eine kokette SMS jetzt noch an unseren Aaron, den wollen wir uns ja warm halten, nicht wahr? Und wenn wir eigentlich schon dabei sind, können wir noch eine kokette SMS an Reginald schicken. Einfach nur, damit der uns nicht vergisst. Und Carrie fühlt sich wohl, weil sie zwei Lover gleichzeitig hat und verheiratet ist. Aber Leute, wir haben zwar jetzt noch Strom, aber eigentlich ist es doch abgestellt worden. Wir haben immer noch nicht ansatzweise das Geld, was wir für unsere Rechnungen brauchen. Und es dauert nicht mehr lang, dann haben wir keinen Strom mehr. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, Satoru so schnell umzubringen. Also sie kann noch bei ihm im Bett schlafen und sie schlafen dann auch nebeneinander. Ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle den Part. Das ist zwar heute ein bisschen kürzerer Part, weil das so schnell ging, dass Satoru uns erwischt hat. Ich dachte, dass die Situation vielleicht ein bisschen spektakulärer wird, aber dass er da die Treppe runtergeht und einfach nur beim Flirten schon direkt sagt, oh mein Gott, du hast mich betrogen. Dann konnten wir jetzt auch Nägel mit Köpfen machen. Unser Tag mit unserem Foodtruck ist voll nach hinten losgegangen. Also wir müssen uns vielleicht nochmal darum bemühen, vielleicht doch eine zweite Kellnerin einzustellen, denn es liegt halt doch sehr viel am Service, ob der schnell genug ist. Und wenn sie dann halt auch einfach nicht aufkreuzt, oh, das ist schon wirklich bitter. Das heißt, Foodtruck noch ein bisschen machen und ich würde sagen, beim nächsten Part kümmern wir uns darum, dass wir Satoru auspowern. Er hat nämlich nochmal einen Tag frei, er hat Dienstag und Mittwoch keine Arbeit. So der Plan und dann würde ich sagen, wenn dir dieser Part gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da oder gerne ein Abo. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!